Seid gegrüßt, ihr Abenteurer, und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Spellforce 2 Demons of the Past. Wir haben in der letzten Folge viel über die Past von Zariel erfahren, wissen aber immer noch nicht genau, wer sie ist, und erhoffen das jetzt hier in diesem Video herausfinden zu können. Und dafür müssen wir diesen Schalter umlegen. Oh mein Gott. Es öffnet sich eine Tür. Und ich bin im Engrammschreiber gefangen. Das sieht wie ein ziemlicher Jigsaw-Scheiß aus. Vielleicht sollte ich hier ein bisschen vorsichtig sein. Was ist hier passiert? Dies ist der Engrammschreiber, mit dem Malakai die Gedächtnisengramme geschrieben hat. Ihr spürt keinen Energiefluss in der Maschine. Vielleicht solltet ihr nach fehlenden Teilen Ausschau halten. Okay. Aber hier ist nichts. Wo genau soll ich also Ausschau halten? Okay, ich kann da reingehen und bin dann wieder hier. Interessant, interessant. Wir müssen jetzt also erstmal die fehlenden Teile finden, die hier natürlich 2 Meter weiter herumliegen. Also, irgendwer hat die Maschine ausgeschlachtet und hat die Teile 2 Meter weiter fallen lassen. Ja. Energieblocks. Los! Ja, Berglöwe. Wir haben offenbar alle die Pest hier. Eiskomet! Mein neuer Lieblingszauber. So, vernichtet sie, diese Ungläubigen. Sie haben es nicht verdient zu leben. Sie sind nicht reinen Blutes. Das muss an dem Einfluss von Wolfenstein liegen. Nicht, dass ich es spielen würde. Aber es wird viel darüber berichtet. Stein des ewigen Feuers. Er sieht feurig aus, doch ist er kalt wie jeder andere Stein auch. Was für eine geile Beschreibung. Iriosaurus. Okay. Noch mehr Mobs, die hier rumstehen, aber irgendwie keinen Sinn haben. 26.000. Alles klar. Auch bei dem sollten wir ordentlich reinhauen. Oh, Kane kriegt ein bisschen was ab. Das dürfen wir natürlich nicht zulassen. Heil ihn, Shanmuir. Auch wenn er ein bisschen doof ist und früher schlimme Sachen gemacht hat. Er hat sich gebessert. Er ist guter Junge. Jetzt ist er guter Junge. Ich finde es übrigens sehr interessant, dass hier oben eine Truhe liegt, die man wirklich nur durch den Drachen erreichen kann. Wahrscheinlich zumindest. Wenigstens Erfahrungspunkte? Bringt er wenigstens Erfahrungspunkte? Nein. Aber er hat einen der Saphire, die wir brauchen. Shannas Wundbalsam. Okay. Ein weiteres Teil der des Wächtersets. Noch ein Energieblock. Sieht aus wie eine Tasse Tee mit einem Plasmasprudel da drin. Ja, daran habt ihr bestimmt auch sofort denken müssen. Das ist so der erste Gedanke, den man hat. Das ist ganz eindeutig. Jetzt können wir hier oben noch was looten. Was brauchen wir noch für die Quest von Drehlein? Okay, wir brauchen noch jede Menge Saphire. Ich habe gar keine Ahnung, wo man so viele Saphire finden soll. Ist hier oben noch irgendwas? Ein Würm! Kriege ich den alleine tot? Soll ich da jetzt überhaupt schon hin? Ich meine, wahrscheinlich nicht. Aber. Ja, los, abmarsch. Nee, man kommt da so nicht hin. Ich weiß aber, was wir stattdessen machen können. Wir machen das jetzt mal ganz ausgepufft, ne? Also wir lassen nicht die Mama hier aufsteigen. Los, abmarsch. Dann gehen wir hier oben hin. Dann steigen wir abmarsch. Ab. Und nun wird nicht die Mama all die anderen Legionen heraufbeschwören. Was ich jetzt nicht mehr machen kann. Naja gut. Ich konnte immerhin Kane holen. Das ist ja schon mal gar nicht so schlecht. Kann ich jetzt die anderen holen? Nein. Nein, 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 nein. Wir müssen Shanmuir holen. Die wiederum Invictus heilt. Das ist gar nicht... Ich denke immer, es ist Kane.
Weil er jetzt die Kapuze von ihm trägt. Dabei ist er es gar nicht. Der ist auf jeden Fall schwächer als der Saurier. Hat allerdings dafür auch keinen der wichtigen Gegenstände, die wir so brauchen. Wofür genau habe ich denn jetzt die Erfahrungspunkte gekriegt? Fürs Rumpimmeln. Was? Was? Okay, wir müssen sie da rausholen. Sie sind eingemauert in der Wand. Oh nein! Ist ja wie in einem schlechten Horrorfilm. Gut. Ich hoffe, dass wir damit alle Einzelteile gesammelt haben. Da ist noch eine Truhe, zu der wir definitiv hin müssen. Jorbal kann ja mal dahin gehen. Los, Jorbal! Hol das Stöckchen. Wahrscheinlich müssen wir hier noch überall rumfliegen, um die fehlenden Zutaten für Professor Drehlein zu finden. Aber erstmal zurück in die Maschine. Da-da-dam. So, ja. Repariert die Maschine mit den Teilen, die ihr gefunden habt. Mit einem plötzlichen Energiestoß erwacht die Maschine zum Leben. Ihr könnt die Magie, die durch sie hindurchfließt, spüren. Oh. Ja, klar, das ist auch genau, ja. Ja. Auf, ja, eine Parla-Bubble. Auf einmal wird eine Parla-Bubble raus. Geil. Krone der Hexerkönigin. Klingt erstmal ganz gut. Ich habe die Maschine repariert. Was nun? Legt die Gedächtnisengramme hinein. Habe ich bereits getan. Nichts ist geschehen. Ich hatte es befürchtet. Ich muss mich auf der anderen Seite befinden. Ihr seid euch immer noch ganz sicher, dass ihr das tun wollt? Das bin ich, Shai Khan. Aber seid vorsichtig. Ich werde mein Bestes tun, die Barrieren meines Geistes zu lockern. Doch kampflos wird das sicher nicht ablaufen. Ich werde das schon schaffen. Dann los. Nanu? Wo sind denn alle hin? Ihr seid jetzt in meinem Geist, Shai Khan. Ich habe euch gewarnt. Seid für einen Angriff bereit. Retro Gaming! Wow! Okay. Ich kann offenbar wirklich niemanden herbeirufen, das ist schade. Vergesst nicht, ihr seid in meinen Gedanken. Niemand kann euch helfen. Das habe ich jetzt auch kapiert. Gott sei Dank haben wir einen Helden, der sich auch heilen kann. Dementsprechend dürfte ich eigentlich keine allzu großen Probleme mit diesem Sumpflauerer haben. Habt Dank, gute Elf. Ihr habt so viel für mich getan und ich konnte euch so wenig zurückgeben. Okay. Ich hasse diese Harpien. Ist dem Spiel bewusst, dass es blöd ist, gegen Harpien so zu kämpfen? Haben die Entwickler das mal gemacht? Das macht nämlich keinen Spaß. Sehr schön. Liegt Magie. Sie schützt mich. Doch sie verletzt mich auch. Was könnte das bedeuten? Oh nein. Zariel selbst ist unsere Gegnerin. Ich habe gerade nicht besonders viel, was ich ihr entgegensetzen kann. Heilung. Mir fehlt Mana. Und Leben auch. Wir müssen Schaden machen. Okay. Ja. Das ist auch ein... Naja. Also ich finde,
Dafür ist Sariel dann etwas zu stark gemacht worden. Ja, gut. Ich komme ja kaum gegen die an. Naja, gut. Manche Dinge lassen wir unkommentiert. Das gehört jetzt einfach mal dazu. Werde jetzt hier absteigen und dann werde ich... Ich fand's auch komisch, dass die Cutscene so dass sie so unvermittelt kam. Also ohne irgendeine Androhung. Jetzt kommt wieder eine Cutscene. Nein. Wir holen die jetzt trotzdem einmal schon hier hin, auch wenn mir das im Prinzip nichts bringt. Denn wir wissen ja, dass wir da offenbar sowieso auf uns allein gestellt sind. Speichern wir daher jetzt hier einfach nochmal. Und reparieren die Maschine. Joa. Dann müsste das Ganze jetzt theoretisch ja nochmal von neuem anfangen. Hallo? Ich habe die Maschine Also der Sumpflauerer. Problem ist ja auch, man kriegt bei den vorherigen Gegnern schon genug ins Maul, um das mal so auszudrücken. Das war natürlich ein dummer Zauberspruch, um den da einzusetzen. Es gibt ja auch keine Heiltränke oder sowas. Danke, gute Elfen. Ihr habt so viel für mich getan und ich konnte euch so wenig zurücknehmen. Okay. Hab hier. Mit diesem behinderten Angriff. Im Zentrum meines Wesens liegt Magie. Sie schützt mich. Doch sie verletzt mich auch. Ihr Mana klauen. Mich dann. Wir nehmen jetzt einfach mal was mit einer wesentlich höheren Rüstungsklasse, da sie ja auf uns einschlägt. Könnte das hilfreich sein? Eisresistenz. Dreliniumstab. Oh, das ist gut. Das Ding ist gut, weil es göttliche Heilung drauf hat. Oh, Feuerschlag ist auch richtig stark. Aber wir benutzen jetzt in diesem Kampf mal den Stab. Einfach, weil ich mir hoffe, dass wir dadurch genug Selbstheilung haben werden. Und dann können wir ja nach dem Kampf im Prinzip wechseln. Auf diesen starken Angriffszauberstab. Na nun komm. Ich hab. Flonk. Flonk. Haben wir natürlich das Problem, dass es mega lange dauert, bis wir unser Mana wieder haben. Habt Dank, gute Elfen. Ihr habt so viel für mich getan und ich konnte euch so wenig zurückgeben. Okay, immerhin heilen wir uns jetzt selbst. Aber irgendwie bringt es das auch nicht richtig.
müssen uns wieder ein bisschen aufheilen. Dann kommt die wieder an mit dem Scheiß, ey. Kein Mana. Überhaupt kein Mana. Oder hier, wir machen das zum Elementarprojektil wieder. Jetzt mach doch mal ordentlich Schaden, das kann doch nicht sein. Verreckt das Ding jetzt? Nee, nicht ganz, natürlich nicht. Im Zentrum meines Wesens liegt Magie. Sie schützt mich, doch sie verletzt mich auch. Leider haben wir ja überhaupt kein Leben. Wir werden jetzt aber ein bisschen geheilt. Sie hat aber auch kein Mana. Sie hat auch überhaupt kein Mana. Können wir was stehlen? Ja, wir können natürlich dadurch nichts stehlen. Aber ich kann Meditation machen. In der Hoffnung, dass ich wenigstens ein bisschen... Also, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Also, ich finde die Stelle jetzt natürlich auch nicht toll gemacht irgendwie. Also, als Magier fällt mir das da gerade schwer, da irgendwie ein probates Mittel gegen zu finden. Also, ich kann jetzt nochmal den Angriffszauberstab hier benutzen. In der Hoffnung, dass der hier ordentlich mal reinhaut. Ansonsten... Spiel tut sich halt auch keinen Gefallen damit, diese Stellen so unfassbar dämlich zu machen. Ich meine, würde auch reichen, meiner Meinung nach, wenn man nur gegen Sariel kämpfen würde. Und die dann vielleicht ein bisschen schwächer wäre auch. Als jetzt so. Ich habe die Jetzt können wir wenigstens Schaden machen, auch wenn wir kein Mana mehr haben. Das ist schon mal viel wert. Die Stufe von den Gegnern ist halt auch einfach zu hoch. Und ich habe das Gefühl, dass die Rüstungsklasse nicht wirklich was bringt. Ich bin ja schon wieder halb tot hier. Habt Dank, gute Elf. Ihr habt so viel für mich getan und ich konnte euch so wenig zurückgeben. Also dann lieber die Mana-Regeneration. Ja, was soll ich sagen? Ich schaffe die Stelle nicht und... Gut, legen wir nochmal die alte Robe an. Ich hatte nämlich das Gefühl, dass ich davon irgendwie mehr hatte. Und... Wieder den Feuerstab. Kann Jorval vielleicht mitkommen? Wir können es ja probieren. Ich habe die Maschine. Konzentration, Shaikan. Vergesst nicht, ihr seid in meinen Gedanken. Niemand kann euch helfen. Nee, auch Jorval ist weg. Ist ja ganz merkwürdig gemacht, oder? Habt Dank, gute Elf. So, der ist schon mal tot. Ihr habt so viel für mich getan und ich konnte euch so wenig zurückgeben. So, als nächstes er hier oder sie hier oder whatever. Jorbal ist hier. Mal gucken, ob ich den hier irgendwie herkriegen kann.
Ja. Im Zentrum des Wesens liegt Magie. Sie schützt mich, doch sie verletzt mich auch. Und wieder leider 0 Mana, um irgendetwas zu reißen. Ich weiß nicht, wie ich die besiegen soll. Konzentration, Shalkan. Ich kann hierzu nur sagen, dass das mega scheiße ist. Das macht auch keinen Spaß. Warum designen die solche Stellen? Ich verstehe es einfach nicht. Ich meine, wie soll ich das als Magier jetzt geschissen kriegen? Ich habe es jetzt mehrfach probiert mit den Skills, die ich habe. Kann ich hier sonst noch irgendwas anderes nehmen? Ich meine, ich habe ja die stärkere Heilung zum Beispiel gar nicht. Ich kann höchstens den Schild hier mal reinnehmen. Rüstung bringt ja nichts, wenn wir Magieschaden machen. Ich weiß nicht, irgendwie... Das Spiel ist von der Story her echt nicht uninteressant, das muss man sagen. Das sind gute Ideen eingewoben worden, aber so Gameplay-mäßig ist es einfach... Ist das doch jetzt auch schon wieder totaler Quatsch, oder? Also, ich kann da keinen Spaß dran haben. Als Krieger ist die Stelle wahrscheinlich echt einfach. Würde ich jetzt fast vermuten. Ich habe die Maschine repariert. Weil man... im Prinzip ja wirklich viel mehr Schaden absorbiert und die schlagen ja alle nur zu, bis auf die Harp hier. Warum habe ich denn jetzt wieder diesen göttlichen Stab? Den will ich ja gar nicht. Den Stab. Und eigentlich will ich auch die Robe. Ja, ich muss mich jetzt mal wieder hier... Euch so wenig zurückgeben. Jetzt hat die den Zauberspruch wieder nicht gemacht. Weil zwischen den Begegnungen irgendwas mit einem passiert und gemacht wird. Sorry. Ey. Unfassbar. Überhaupt nicht geil. Überhaupt nicht geil. Richtig schlecht. Das können sie nicht. Das können sie einfach nicht. Also Gameplay-Systeme etablieren können sie nicht. Das hat man an der Zitadelle gemerkt. Aber gut, das ist eine Sache, die ja offenbar nur so bei mir war, komischerweise. Viele andere hatten das Problem nicht. Aber das macht es ja für mich jetzt auch nicht besser an dieser Stelle, ne? Muss man ja auch dazu sagen. Heilungswirkung. Kann man mal probieren. Jetzt ist ein Schildzauber wieder nicht drin. Gerade noch so geschafft. Ich habe die Maschine. Habt Dank, gute Elf. Ihr habt so viel für mich getan und ich habe einfach so wenig Mana irgendwie, das ist echt erschreckend. Wobei das wahrscheinlich gar nicht so wenig ist, aber irgendwie. Kostet das halt alles einfach so viel. Mach doch einfach den Zauber. Wo ist denn das Problem? Die frisst den Scheißschaden aber auch nicht. Im Zentrum meines Wesens liegt Magie. Sie schützt mich.
Das ist schön für das Zentrum deines Wesens, das bringt uns aber nicht weiter. Weil ich nichts gegen sie machen kann. Nichts. Überhaupt nichts. Also für mich ist jetzt hier erstmal Schluss. Ich werde das Video jetzt beenden, weil das ist einfach nur dämlich. Das ist eine Stelle, wo ich sagen muss, also, wenn das jetzt nicht Spellforce wäre das ein Grund für mich, das Spiel erstmal lange beiseite zu legen, weil ich kann keinen anderen Charakter für mich da reinschicken. Ich kriege keine Unterstützung. Ich schaffe diesen Kampf alleine nicht. Ich habe jetzt verschiedene Möglichkeiten durchprobiert und es geht nicht. Ich habe auch verschiedene Ausrüstungsgegenstände durchprobiert und es geht immer noch nicht. Und ich sehe da keine Möglichkeit. Ich weiß nicht, wie ich es machen soll. Ich könnte... Das nächste, was ich jetzt machen könnte, wäre Nahkampfwaffen reinnehmen. Wobei ich ja eher keinen Schaden mache. Das ist das Einzige, was ich jetzt nochmal probieren kann. Aber ich muss sagen, ich bin da echt... gerade enttäuscht. Weil so funktioniert es für mich nicht. Dass das nicht wirklich gut gemacht ist, da braucht es nicht mich dazu, um euch das jetzt zu verklickern. Also ich erkenne den Sinn in dieser Stelle nicht. Er hat keinen spielerischen Nährwert. Hat er nicht. Wir kämpfen, wow, in einer Retro-Gaming-Atmosphäre gegen drei Viecher. Wow. Das hat die Spielelandschaft gebraucht, sowas. Ja, und jetzt kämpfe ich mit einem Schwert gegen die Gegner. Weißt du? Wo ich überhaupt keinen Schaden mache. Ja, man sieht ja echt, wie sehr das reinhaut. Wow. Unfassbar. Ja, erstmal ist damit das ganze Thema jetzt beendet. Und es nervt einfach. Es ist einfach überhaupt nicht schön. Als Spieler gibt mir das ein schlechtes Gefühl. Können die Hardcore-Spellforce-Fans auch meinetwegen wieder rumheulen? Oh, du tust dem Spiel Unrecht. Nee. Tu ich nicht. Habt Dank, gute Elf. Ihr habt so viel für mich getan und ich konnte euch so wenig zurückgeben. Wie gesagt, ich vermute, als Krieger ist diese Stelle vielleicht nicht so schwer. Für mich als Magier ist sie aber einfach gerade unschaffbar. Und ich garantiere, dass ich nicht der Einzige bin, der diese Probleme hat. Ich kann da ja mal im offiziellen Forum gucken. Da wird es wahrscheinlich einige geben, die da was gesagt haben zu. Mich kriegt's nicht gelöst. Ich bin mega angepisst davon jetzt gerade. Ich finde das echt unnötig, dass man ein Spiel so macht. Das tut nicht Not. Ja, das Einfrieren versagt natürlich. Ich kann auch nicht anständig Magie gegen diese Fotze wirken. Nee, also beendet. Bin ich mega angenervt von. Ich weiß auch nicht, wie ich das schaffen soll. Was ich ändern könnte, weiß ich jetzt nicht mehr. Ich hoffe, es gibt zu dem Thema eine Lösung. Also, mich haben selten Spiele so genervt wie Spellforce Faith and Destiny und Spellforce Demons of the Past. Weil das einfach schlecht designt ist. Ich finde das einfach schlecht designt. Es ist nicht gut gemacht. Ja, ich muss mich da jetzt erstmal ein bisschen erkundigen. Vielleicht gibt es ja irgendwelche Leute, die da Tipps oder Tricks kennen. Und dann werde ich sehen, wie ich damit verfahre. Also wenn ich jetzt keine Möglichkeit finde, mit meinem Magier diese Stelle zu schaffen, dann ist das erstmal das vorzeitige Ende. Weil ich für das Spiel jetzt nicht nochmal von vorne anfangen werde. Also das ist mir das Spiel nicht wert. Dass ich dann als Krieger nochmal neu anfange oder was. Also, nee. Müssen wir gucken. Ich bin gespannt. Hoffentlich wendet sich das Ganze noch zum Guten. Also so muss ich sagen, nee. Nicht sinnvoll. Aber wie auch immer. Denk natürlich immer daran, I want you for an adventure.